Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra mit einer neuen Podcast-Folge. Wer ist eigentlich der richtige Ernährungsexperte? Ich werde in der Praxis ganz häufig gefragt, was eigentlich mit den Ernährungsärzten im Fernsehen ist, inwiefern das die Grundinformationen, die es dort gibt, überhaupt fachfundiert sind. Also ein Ernährungsmediziner macht eine Weiterbildung, also eine sogenannte Fortbildung, in der Regel über 100 Stunden. Und 100 Stunden hört sich viel an, sind am Ende aber nur 12,5 Tage. Das heißt, ein Ernährungsmediziner macht sein Studium und wenn er dann Lust auf Ernährungsmedizin hat, kann er eine Weiterbildung von 12 Tagen machen oder 12,5 und kann sich dann Ernährungsmediziner nennen. Was ich ein bisschen schwierig finde an der ganzen Geschichte ist, dass die sogenannte Fallseminare hinterher besprechen oder alternativ ein 6-monatiges Praktikum, also Vollzeitpraktikum, anerkannt werden kann. Und wenn jemand seine eigene Praxis hat, sind die 6 Monate schon automatisch da. Das sind ja aber keine Ernährungspraxen, sondern das sind in der Regel, ich sag mal, Arztpraxen oder Facharztpraxen. Das heißt, die Schwierigkeit, die bei dem Ernährungsmediziner entsteht, ist, dass alle glauben, das ist alles eine besonders tolle Information, was sicherlich auch im Einzelfall richtig ist. Aber ich bekomme auch mit, dass ganz viel Unwissenheit einfach da ist. Es gibt zum Beispiel eine Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, eingetragener Verein, also E.V. Die machen diese Fortbildung zum Ernährungsmediziner. Ja, was machen wir damit? Also, wer ist jetzt wirklich der Experte? Also ganz ehrlich, ich finde den Ernährungsmediziner nur bedingt, wenn die Informationen gut sind. Sicherlich ist nicht alles per se schlecht, aber die Experten sind die, die lange gelernt haben und sicherlich auch eine fundierte Berufsausbildung. Das wäre das Studium der Ökotrophologie oder das, was ich gelernt habe, den Bereich der Diätassistentin. Wir sind mindestens 3,5 Jahre in der Ausbildung. Das ist überhaupt beides nicht vergleichbar mit 12,5 Stunden. Zudem ist es so, dass die Diätassistenten alle ein Praktikum machen, in der Küche arbeiten, in den Diätküchen der Kliniken arbeiten, ihre Praktikas machen, die Ausbildung und Schulung und Beratung machen. Und bei den Ökotrophologen ist es so, dass das Ökotrophologiestudium, wenn es in Schwerpunkt Ernährung geht, einfach auch dort also über mehrere Jahre ja läuft und man dann sozusagen Diätassistenten als auch Ökotrophologen die Zulassung bei den Krankenkassen beantragen kann. Der Ernährungsmediziner aufgrund der Arztausbildung wird ja auch häufig diskutiert. Bei der Arztausbildung ist es so, dass aber das Studium über Jahrzehnte überhaupt gar keine große Ernährungsempfehlung drin hatte. Und wenn man sich das Curriculum von der DGEM anschaut, über die 100 Stunden kann ich natürlich auch nicht alle Krankheiten abbilden, beziehungsweise auch die neuesten Leitlinien, Empfehlungen und alles, was dazugehört. Das heißt, an den Stellen wisst ihr einfach mal so ein bisschen Bescheid, ja, wo ihr vielleicht die richtig guten Informationen für euch bekommt. Natürlich ist alles immer personenabhängig und wie jemand sich weiterbildet. Aber so viel einfach mal zu den Ausbildungen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut einfach mal bei uns vorbei, bei YouTube, Insta, TikTok. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.